Weil Omikron eine so hohe Dynamik bringt, hat das RKI am Montag seine Risikobewertung zu Covid-19 geändert. Für die Gruppe der Ungeimpften wird die Infektionsgefährdung als sehr hoch eingeschätzt. Es gibt in Deutschland noch etwa 11 Millionen Erwachsene, die ungeimpft sind, obwohl es ausreichend fundierte Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit der Impfstoffe gibt. Für die Genesenen und Geimpften mit zweimaliger Impfung schätzen wir die Infektionsgefährdung als hoch ein und für die dreimal Geimpften als moderat.